Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War und sind an der Kreuzung und haben den 17. Februar 1862. Die Rebellen haben ihre Präsenz am Cumberland Gap verstärkt. Nahe dieser strategischen Position treffen Kentucky, Virginia und Tennessee aufeinander. Zuletzt schlugen sie in Mill Springs ihr Winterquartier auf. Diese Position ist unser nächstes militärisches Ziel. Einheiten der Ohio-Armee wurden bereits entsandt und werden sich bei Logan's Crossroads versammeln, um den Angriff zu beginnen. Ihre Mission ist es, Logan's Crossroads zu beschützen, bis all unsere Truppen eintreffen. So, dann nehmen wir nochmal gleich Heinrich. Da haben wir auch mehr Brigaden, als wir haben müssen. Zur lustigen Information. Vom zweiten Korb in der letzten Mission sind zu viele Offiziere gestorben. Ich habe jetzt einen Mangel an Offizieren. Das heißt, ja, 3, 4 Brigaden sind locker führungslos. Darum habe ich da noch keine Leute nachgekauft. Naja. So, Einheiten der Armee versammeln. Ja, hier müssen wir, hier beginnt das. Und hier müssen wir auch verteidigen. Unsere Speer haben in den Wäldern, sonst sehe ich keine. Also hier die wahrscheinlich gemeint. Rebellenpatrouillen gesichtet, die auf dem Weg zu ihrer Position sind. Schützen Sie die Kreuzung, bis die restlichen Einheiten eintreffen. Ja, die restlichen Einheiten sind wahrscheinlich nur 5 Brigaden. Ja, wie schützen wir die jetzt? So. Ich mach mal so. So, Schäferlauf. Halt mal die Position. Und Kanönchen mit Hühnchen. Stellen wir schon mal in die Richtung auf. So, halt. Wow! Geht ja gleich los hier. Aber Schäfer ist mit 100 Deckung ganz gut drinne. Bei dem Wald hätte ich jetzt gesagt, da gibt es keine 100% Deckung, aber oh, der wird dann niedergemacht. Schütte, schütte, schütte. Oh, die kommen da richtig. Unsere restlichen Einheiten treffen ein. Das ist ganz gut. Nein, kommen wir zurück. Los, Schäfer, hinter die Linie, hinter die Linie. Mal gucken, was von da unten kommt. Laufen. Du läufst gleich mal dahin. Kanönchen mit Hühnchen hätte ich gerne hier. Jetzt haben die uns da aus dem Wald geschmissen. Heinrich, hol mal den zurück, den Schäfer. So, Schäfer kommt erstmal hier hin. Die müssen wir gleich. Oh, zurück. Heinrich zurück. Wir sind mitten in einem Zwei-Fronten-Krieg. Da waren auch Einheiten. Bitte in den Wald reingehen. Und die greifen da auch an. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Einheiten hinpacken soll. Ja, Schäfer läuft weiter. Auf ihn.
aus dem Wald heraus. Schäfer kriegt weiter auf die Nase. Ach du Jemel. Rückziehen. Ach du Jemine. Greifen wir auch echt hart an. Das ist ja unglaublich. Ah, der läuft schon wieder. Ne, ist Tyrell. Wo ist denn Schäfer? Schäfer ist schon tot? Ne, da hinten. So, Kanonen ein bisschen verschieben. So, Kanönchen mit Hühnchen. Feuer. So, wir sind jetzt quasi rausgeworfen worden. Ah, sind überall Einheiten da. Das ist auch doof. Aber sie locken jetzt ein bisschen weg anscheinend. Das ist ganz, ganz gut. Kanonen ziehe ich mal besser zurück. Sehe ich sie gleich nicht mehr wieder. Ach, das wird schon so sein. Angriff. Das ist auch alles offenes Feld ist. Das kotzt mich so dermaßen an. Mal zurückziehen. So. Nein. Gottes Willen. Auf die nächsten Kanonen. So, Kanonen. Auf alles zielen, was sich bewegt. Falsche Kanonen. Hier darauf schießen. Na, ich will euch nicht haben. So, euch wollte ich haben. Bitte drauf schießen. So, rein da. So, die Kanonen haben wir niedergeschlagen. So, Kanönchen mit Hühnchen. Einmal volle, geballte Kraft da drauf. Na, er läuft. Heinrich, hol ihn wieder, bitte. So. Ihr könnt ein bisschen weiter hoch. Und schön mit den Kanonen. Ja, genau.
Deckung 67 ist nicht so geil. Offizier ist wieder gefallen, das hasse ich natürlich. Versuchen es immer weiter. Ganz schön motivierte Drecksäcke. So. Einmal tot machen da. Tja, jetzt sind sie wieder drin. Gibt's doch nicht. Das sind ja Schweinebacken. Na, der läuft auch. So langsam gehen mir die Optionen aus. Ah, zurück, Kavallerie! Zurück, das war eine Falle. Die haben sich ja schon formiert, das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Schade, ich wollte sie eigentlich schwächen, indem ich sie von hinten angreife, hat aber überhaupt nicht geklappt. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Du mal in den Wäldern, das war gar nicht so doof eigentlich am Anfang. Alt. Ich versuche es mal, dass wir den Punkt einnehmen. Kommen wir weiter hoch. Heinrich, halt die Mitte. So, du hast jetzt 77 Deckung, das müsste passen. Das heißt, sie können nur hier aus dem Wald angreifen. Teurer Sieg wird das. Noch ein Stück nach vorne, damit wir die gut erwischen da. Kommen wir ein bisschen weiter in diese Richtung. Das reicht schon, halt. So, Kanönchen hier, der muckt gleich auf. Und ihr schießt schon mal auf die oder auf die größeren da. Warum sehe ich hier keine Toten? Schießen, schießen, schießen. Die Kavallerie scheint motiviert zu sein, aber es war's schon. Haben es gleich geschafft, aber haben auch wieder viele Leute verloren. Das war echt fies. Also, die kamen echt schnell und waren echt motiviert. Gut, der läuft, das heißt, du schießt auf den da. Und beenden, bevor wir noch mehr Verluste haben. Ja, das war ein Sieg, aber ein teurer, würde ich sagen. Verluste haben wir 2200 nur. Wir haben auch nur 6000 aufgestellt. Trotzdem ein Drittel. Ist richtig viel, finde ich. Ein Drittel. Wir hatten zwar die Info, dass sie aus dem Wald kam, aber die kam ja so schnell. Und du hast am Anfang nur zwei Einheiten und ich habe die eine ja in den Wald getan. Und die wurde ja gleich quasi überrannt. Der ist ja gleich nach Hause gelaufen. Der wurde von zwei Einheiten angegriffen.
Hätte ich den dritten, meine zweite Infanterieeinheit auch hochgezogen, dann hätten sie nämlich von hinten. Da war nämlich ganz klug, das war gar nicht so doof, dass ich da eine Kavallerie hingeschickt habe. Dann haben wir nämlich gesehen, dass von unten quasi vom Süden her auch Einheiten kommen. Dann hätte ich die nämlich aus der Mitte weggezogen, dann hätten sie wahrscheinlich mal eine Kanone überrannt und hätten die Mitte genommen. Ja, war ein Sieg, aber ein teurer, wie ich finde. Mal gucken, wie viele Soldaten wir dafür kriegen. Ja, 50% mehr, also 4.800 kriegen wir. Wir sind gerade mit 9.000 paar zerquetschen im Plus. So, habe auch hier wieder zwei Offiziere verloren. Ach, hier fehlen mir sogar fünf. Jetzt fehlen mir sieben Offiziere. Ja, Reserve ist leer. Vielleicht kriege ich nächste Runde einfach wieder ein paar Leute nach. Truppenteil. Ja, also ich wollte jetzt erstmal ein, zwei nochmal bei Politik reinsetzen, damit wir mehr Geld bekommen. Und dann gibt's dann, wird dann Truppenteil voll aufge. Da war Wirtschaft. Ne, Wirtschaft war nur wegen Kanönchen, ne? Oder Waffen generell. Genau, ne, ich würde erstmal ein, zwei Punkte für Wirtschaft. Dass wir so 7,5 mehr Prozent mehr Geld und Rekruten kriegen. Da haben wir schon 7,5. Ach, dann machen wir einen Punkt noch rein, dann kriegen wir 10% mehr. Und dann gehen die restlichen Punkte erstmal in Truppenteil, damit wir größere Truppen bilden können. Ich glaube, Truppenteil können wir gar nicht, glaube ich, voll aufrüsten, weil man kann ja eh noch nicht so viele Truppen in einen Korb reinpacken, oder? Doch, ja, und 1.500 ist das Maximum. Aber ihr seht, dafür ist er einfach zu unterqualifiziert, der Offizier. Das würde hier alles, wenn ich das alles mit Grünschnäbel voll mache. Natürlich, Veteranen geht's, aber das sind dann gleich 22.000, die weg sind. Und bei Grünschnäbel sind es halt 0. Das ist auch ein heftiger Unterschied. Wenn ich das überall mache, dann haben wir kein Geld mehr. Gut. Nächstes Mal. Wo geht's denn nächstes Mal wieder hin? Shiloh. Eine große Schlacht. Das heißt wieder große Verluste. Bei einem Sieg kriegen wir 15.000 Mann. Aber wir haben die ja schon geschwächt, ne? Moral ist minus 10. Und Armeegröße minus 5, weil wir die kleineren Gefechte vorher gewonnen haben. Da habe ich wieder irgendwo was übersehen. Nö. Gut, dann geht's nächstes Mal weiter mit Shiloh. Also reingehauen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.